Tagtäglich wird Ihnen präsentiert von Click & Care und WeDo. Do you? WeDo. Jetzt erhältlich bei clickandcare.ch. Und vom Bettenfachgeschäft Weibel in Bülach, Ihre Spezialist für einen erholsamen Schlaf. Sie sind Reality-TV-Stars, bekannt aus Sendungen wie Bachelor oder wie Hotel Paradise oder Paradise Hotel, wie es richtig heisst, und auch Adieu Heimat auf 3+. Wo sie auftreten, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck, zeigen viel Haut und nehmen kein Blatt vors Maul. Warum macht man so etwas? Kann man von dem leben? Und warum wählt man den Weg? Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, sind ihr da. Oder schön bist du da. Eigentlich hätte ich sagen, Belli und Mia. Jawohl. Im Moment Mia da aus Bülach. Genau. Wo ist Belli? Belli hat kürzlich gerade zum Arzt gehen, ist nicht so blank gewesen. Deswegen kann sie leider heute Abend nicht da sein. Also, wir hoffen immer, dass vielleicht doch noch irgendwie könnte klappen. Der Platz ist parat. Ja. Was ist eigentlich wichtiger für den Erfolg? Ist das der Körper oder sind es die Sprüche? Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Ich denke, auf jeden Fall, man muss Aussehen haben, aber genauso die Sprüche auf Lager haben. Die Persönlichkeit auf jeden Fall ist wichtig. Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Das Aussehen haben. Ist das jetzt haben oder machen? Ich würde mal sagen, jedem das sein, oder? Wenn man natürlich wunderschön ist, ist ja tiptop. Wenn man sich machen lassen will, dann. Also, aber da ist nicht alles echt oder ist alles echt? Wenn ich nein, 50-50. Ein bisschen gemacht und ein bisschen echt. Immerhin. Also, das ist auch eine Investition am Schluss, die man da macht. Hast du das dann bewusst gemacht? Wie gesagt, hast das ist einmal mein Weg? Oder hat das angefangen und einfach gesagt, dass ich will so schön sein, wenn ich mir mich wünsche? Ich habe einfach gesagt, ich will so schön sein, wie ich mir es gerne vorstelle, wie ich gerne aussehen würde. Und habe dann respektive ein paar Sachen machen lassen. Und das kostet ja auch ein bisschen etwas. Hat sich das finanziell jetzt am Schluss gelohnt, würdest du sagen? Definitiv. Ich würde noch ein paar Sachen machen, ja. Also hast du mehr verdient als ausgegeben. Also man kann, zum einen von diesen Fragen, die ich am Anfang so in den Raum gestellt habe, man kann, wenn man es richtig und geschickt macht, davon leben. Ja, auf jeden Fall. Gut, klar. Sehr gut. Gerade so. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wenn man halt mehrere Aufträge hat, dann kann man halt sehr gut davon leben. Wenn es halt ruhiger wird, dann muss man halt ein bisschen schauen. Aber es läuft immer irgendwie etwas. Es läuft immer etwas. Corona irgendwie gespürt, dass da irgendwie ein Einbruch gekommen ist? Mhm, Corona habe ich sehr gespürt. Ich hatte keine Clubshows mehr. Mhm. Also ich bin nicht mehr gebucht worden, ich konnte nicht mehr rausgehen. Dementsprechend ist auch das Geld sehr, sehr viel runtergegangen. Also Clubs sind wichtig. Was machst du denn in den Clubs? Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt nicht so viel von dir wissen, was heisst Clubshow? Das heisst, ich werde in einen Club gehen, je nachdem, wer mich gebucht hat. Dort werde ich mit den Fans Fotos machen, Party machen. Sie können mit mir reden, alles mögliche und Party halt mit mir machen. Das ist ja eigentlich der Traum, den ihr für die Auswanderersendung «Adieu Heimat». Genau. Vom Party machen oder mit Party machen Geld verdienen. Ja. Im Kern, ihr seid auf Lore del Mar. Und für Zuschauer und Zuschauer, die euch noch nicht so kennen und die vor allem mich nicht so kennen, nicht verschrecken. Etwas abseits des Trubels sind unsere beiden Partygirls Belli und Mia unterwegs zu einem Job. In einem Partybus sollen die beiden für Stimmung sorgen. In dieser Abendgarderobe wird ihnen das sicherlich nicht besonders schwer fallen. Ausgemacht war ein Treffen am Busbahnhof, allerdings vor über einer Stunde. Wir sind wieder ein bisschen zu spät dran, wie immer, aber das geht bei uns fast gar nicht anders. Wir haben dafür sehen wir gut aus und er wird sich umso mehr freuen, die Leute im Partybus. Schönheit braucht Zeit. Also, wenn du das siehst, bist du immer noch begeistert. Ja, manchmal ist es auch schon ein bisschen Fremdscham, aber es ist halt so in diesem Business, oder? Also, gehört auch ein Stück Show dazu. Ja, klar. Also, das Kleidchen, wenn man dem so sagen will, oder das Netz, das sind ihr ja vorher aussuchen zusammen. Aber das ist auch ein Show. Es ist für euch klar gewesen, es muss so etwas sein, weil alles andere ist einfach zu wenig oder eben zu viel. Es ist einfach langweilig, wenn wir rumlaufen würden wie jede zweite in Zürich, oder? Gibt es dann keine Grenzen? Ja,
kommt, das ist betrachtendes Auge, oder? Also kommt drauf an. Für mich ist es halt wie normal, oder? Ja. Und für andere ist es halt schrecklich. Also du läufst also so um, wenn du eben also in so einen Club gehst, oder? Nein. Das doch nicht. Nur fürs Fernsehen. Ja, nur fürs Fernsehen. Und du hast gesagt, das ist für dich normal. Jeder hat seine eigene Grenze, die er hat. Du warst auch bei Paradise Hotel. Ja. Dort bist du eigentlich noch weitergegangen, oder? Ja, da bin ich noch weitergegangen. Also es hat Sex gegeben vor laufender Kamera. Mhm. Würdest du das wieder machen oder sagst du... Ich glaube, ich würde das nicht nochmal machen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich es bereue, aber es ist so passiert. Ich bereue eigentlich fast nichts, was ich gemacht habe. Deswegen ist es so passiert und so ist es. Also passiert. Du hast ja gewusst, dass Kameras da sind. Das hat zum Konzept gehört. Oder passiert denn das wirklich vor laufender Kameras, weil man so dort drin ist und gar nicht mehr merkt, dass noch Kameras haben? Also man ist ja fast 2 Minuten dort beim Drehen, oder? Und das ist so wie... Irgendeinmal sind die Kameras nicht mehr so relevant. Du nimmst das gar nicht mehr so wahr. Du bist eigentlich wie in dem echten Leben. Mhm. Einfach hat sie jede Menge Kamera. Und mit der Zeit vergisst man halt das. Das ist halt Fernsehen. Jetzt gibt es Familie, Freundinnen, die das schauen und wo alle sagen, Mia. Also... Oder gibt es Leute, die sagen, super gsi? Es gibt keinen, der sagt, super, von meiner Familie, ja, und von meinen Freunden. Aber sie wissen, wie ich in Person bin. Sie kennen mich sehr gut. Deswegen können sie mir das eigentlich gar nicht böse nehmen. Schockieren, provozieren, das gehört ein bisschen zum Programm, nehme ich an. Oder das muss sein, dass man überhaupt auffällt. Es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man anders punktet, als man lieb ist. Das ist halt bei mir nicht so der Fall. Ich habe halt einfach eine andere Persönlichkeit. Ich bin, wie ich bin. Ich bin provokativ. Ich bin frech. Ich nehme kein Blatt vor den Maul. Ja. Also du bist... Die Mia in Lieb gibt es nicht oder die gibt es nicht im Fernsehen? Gibt es nicht im Fernsehen. Also es gibt dich schon in Liebe, also ich erlebe dich jetzt relativ lieb und bin auch froh. Aber, ja, aber es, irgendwo ist es schon dein Charakter, dass du auch so ein Bad Girl bist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so zwei Seiten an mir. Die eine Seite ist normal, ich bin die liebe, herzige Mia. Auf der anderen Seite bin ich halt, ja, Bad Girl Mia. Mhm. Also es gibt die ruhige, sensible Mia. Wann kommt denn die führen? Die hat mir bei Bachelor eigentlich relativ gut gesehen. Gegen den Schluss haben wir eigentlich... Bin ich eigentlich mega ruhig und mega lieb, so wie ich eigentlich wirklich bin. Also das gibt es auch im ganz normalen Leben. Ja. Die Belli, wo immer noch nicht kam, vielleicht kommt sie noch. Ich verliere langsam meine Hoffnung. Aber ihr habt beide etwas gemeinsam. Ihr habt nämlich beide keine einfache Jugend gehabt. Genau. Wie war das bei dir? Sorry, die Frage. Also, wie ist die Jugend bei dir? Also, das nicht einfach. Wie hast du das erlebt? Also meine Jugend war auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe halt viele Sachen erlebt, die vielleicht andere Kinder nicht so erlebt haben. Ich glaube, das hat auch viel mit meinem Charakter ausgemacht, dass ich so bin, wie ich bin heutzutage. Ich weiß also nicht, ob das etwas Positives oder etwas Negatives ist. Ja. Wie hat sie denn ausgesehen? Also... Ich bin mit 4 in eine Pflegefamilie gekommen, bis 6. Ich bin dann ein Jahr heimgegangen, hat häusliche Gewalt wieder gegeben, bin dann in ein Heim wieder gekommen, bis 17. Und dann dort eine Lehre gefunden als Coiffeuse, habe ich dann in Chur gemacht und dann bin ich wieder zur Mami zurück. Und dann, ja, also habe ich die Lehre gemacht und jetzt bin ich da. Und was hat dir dann am meisten gefehlt? Du hast gesagt, eben, du bist im Heim gewesen, etwa 7 Jahre, wenn ich jetzt das so im Kopf zusammenrechne. Was hat denn das aus dir gemacht? Es hat mich kalt gemacht. Ich bin wie abgehärtet. Man kann mir eigentlich fast nicht mehr gross weh machen innerlich. Ich bin, es ist wie eine Eisschale vor mir. Du musst richtig tief bohren, bis du bei mir innen dran kommst. Das hat es aus mir gemacht. Und das hat es aus dir gemacht, weil man dort einfach hart sein muss, wegen den anderen Kids, die dort sind, oder? Man ist wie halt, es sind etwa, sagen wir, 15 Kinder mit dir in einer Wohngruppe. Du bekommst keine Liebe. Du gehst jeden Abend heim, hast Putzämtchen von morgen bis am Abend. Man hat gar keine Kindheit. Du hast nur Schule, Putzen und den Lehrer und den Sozialpädagogen zuhören. Man bekommt keine Liebe, was ein normales Kind in meiner Meinung nach braucht. Die Mami, die dich umarmen und küssen, das hatte ich halt einfach nie. Und hat es auch glückliche Tage gegeben? Also gibt es so einen Tag, wo du sagst, das war in meiner Kindheit vielleicht der glücklichste Tag? Das war, als ich aus dem Heim gekommen bin. Also dort war wirklich die grosse Freude. Ja. Und bereust du es auch manchmal ein bisschen, dass du die Härte hast, dass vielleicht das Weiche, das Warme auch gar nicht so kannst zeigen? Ich benutze meine Kälte zum Positiven. So kann man mich weniger verletzen. Klar gibt es Momente, wo ich mir denke, komm, du musst das abbremsen, du musst ein bisschen lieber sein.
Ich weiß nicht, ich kann es so wie nicht steuern. Ich finde es aber eigentlich etwas Gutes. Also, du kannst gut mit dem leben und trotzdem, es geht ja auch manchmal schon um Liebe. Da muss man ja auch aufmachen, muss man ja auch den Eisblock auf die Seite schieben. Das fällt dir einfach oder ist das auch schwierig? Das fällt mir sehr schwer, weil ich halt einfach Angst habe, dass man mich verletzt. Und dann bleibe ich lieber hart und eiskalt, anstatt dass man mich verletzt. Also da muss einer recht pickeln, bis du ihn anlässt? Ja. Das. Also ich kann schon mit ihm reden und einen Typ daten, aber halt, bis etwas Richtiges wird, braucht es halt einfach. Beli hat auch eine Geschichte, auch eine schwierige Jugend gehabt. Ihre Mutter war drogensüchtig. Mhm. Macht euch auch das zu Freundinnen? Ist auch das, was euch verbindet, oder ist das eigentlich dann am Schluss nur Zufall? Ich würde sagen, es ist beides Zufall und auch ein Stück weit unserer Kindheit. Wir verstehen halt uns einfach auf einer gewissen Wellenlänge, wenn es ums Leben geht. Ums Leben selber, ums Selbstständigsein und etc. Also kann man sagen, ihr versteht euch fast blind? Ja. Ich und Beli verstehen uns blind. Und die Freundschaft, wo hat die angefangen? Hat die wirklich angefangen bei Bachelor oder habt ihr euch schon vorher gekannt? Wir haben uns schon vorher gekannt, von der Facebook-Seite. Wo Facebook noch links war, ja. Haben wir uns dort ab und zu geschrieben, also chatten miteinander und haben uns mal live getroffen. Und dann haben wir den Bachelor gemacht, haben wir uns dann dort getroffen. Wir so, cool. Ja. Also, bei 10'000 Fans auf Social Media, sind glaube ich bei dir jetzt auf Instagram etwa 50'000, Findet ihr das alle super oder gibt es auch solche, die sehr kritisch sind? Die mir folgen, die finden mich super. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, mehr als Doppelte würde ich sogar sagen, die mir zuschauen, was ich mache. Meine Reichweite ist zwischen 2 und 3 Millionen in einer Woche. Das heisst, die Leute schauen eigentlich mehr, was ich mache, anstatt dass sie mich feiern und mir folgen. Also es gibt, so du würdest sagen, es gibt die finden dich super, die stehen zu dir. Mhm. Und dann gibt es die schauen einfach und wissen nicht so recht, kann man das super finden oder nicht. Und dann gibt es ja sicher auch Hater. Also bei mir ist aufgefallen, bei mir gibt es nur eins oder das andere. Entweder Sie hassen mich oder sie feiern mich. Es gibt nur eins von beiden. Und die dich hassen, so wie du vorher erzählt hast mit den Einschalen, das lässt dich im wahrsten Sinne des Wortes total kalt. Das lässt mich total kalt. Sie schauen dir trotzdem ins Zeug an. Und was gibt dir das? Wenn du siehst, du postest irgendetwas, irgendein Bild von dir, du schaust, wie viele reagieren, was sagen sie. Was gibt das dir am Schluss? Ist es nur Business oder gibt es mehr? Also für die Leute, die mich feiern, ist es auf jeden Fall etwas Warmherziges. Ich schätze das mega. Weil ich meine, es ist trotzdem ein herziges Gefühl, wenn du weißt, es sind da Leute, die dich feiern, dich unterstützen. Also für mich ist es einfach etwas Positives. Also du spürst ein Stück weit auch Liebe, die du da erfährst. Du hast ja vorher gesagt, die Liebe, die gefehlt hat, das gibt es dir ein bisschen zurück. Natürlich ist es nicht die körperliche Liebe und Wärme. Und du hast es ein paar Mal angesprochen, der Bachelor. Ja. Das hat nicht ganz geklappt. Du warst im Finale. Mhm. Und auch dort ist der Stil so, wie man ihn erwarten kann. Seit ihrer Teilnahme an der 7. Staffel von Der Bachelor sind Belly und Mia in der ganzen Schweiz bekannt für ihre extravaganten Auftritte. Ah, look at my booty, bitch! Opa! Ich habe schöne Brüste, wieso nicht? Das Herz des Bachelors konnten die beiden leider nicht erobern. Wir sind halt It-Girls in der Schweiz. So schlechte Vorbilder eigentlich. Aber das haben die Leute gesehen. Das ist immer so. Schlechte Vorbilder. Du bist sogar im Finale gewesen. Am Schluss bist du nicht die Auserwählte gewesen. Ja. Hat das überhaupt eine Rolle gespielt für dich? Ja. Ich habe das glaub, schon öfters gesagt. Angegangen bin ich nicht wegen der grossen Liebe. Das habe ich von Anfang an zugegeben. Ich wollte einfach das Erlebnis haben. Schauen, wie das Ganze so abläuft. Schlussendlich hat mir der Clive mega gefallen und ich habe mich tatsächlich verliebt, was ich eigentlich nie gedacht hätte. Und bin dann am Schluss enttäuscht worden. Also dann kann es einem so richtig reinnehmen, auch wenn es Fernsehen ist und auch wenn es ein Stück weit Show ist. Man darf nicht vergessen, man ist genug lang mit dem Mann alleine irgendwo im Ausland, oder? Es hat zwar andere Frauen dort, aber du verbringst eigentlich nur Zeit mit einem gewissen Mann, oder? Mhm. Wenn es funkt, dann funkt, und wenn nicht, dann halt nicht. Aber du wärst im Nachhinein parat für eine echte Liebe oder das ist dann erst entstanden? Nein, ich wäre im Nachhinein wirklich parat. Also, hätte er mir die letzte Rose gegeben, hätte ich es auf jeden Fall versucht mit dem Clive. Dort hat es nicht geklappt. Mhm. Wie sieht es im realen Leben aus? Jetzt? Ja. Oje, da ist er mich
Vielleicht lieber nicht im Moment. Also ist es im Moment Beziehungsstatus schwierig oder kompliziert? Kompliziert, heisst es, genau. Kann man sagen. Aber so, die Liebe, die suchst du eigentlich, oder? Also, ja. Das ist schon etwas, wo du willst, wo du sagst, die Liebe brauche ich auch, um so weitergehen ins Leben. Das ist schon das, was dein Ziel ist. Es ist nicht nur das Ziel, Bad Girl zu sein. Nein, das Ziel ist schon, natürlich einen Mann zu finden, Familie zu gründen. Ja, mal schauen, was alles so die Zukunft bringt. Man hat es vorher gehört. Ihr seid schlechte Vorbilder. Sind ihr das wirklich? Ja, vielleicht für die jungen Mädchen, die sagen wir, vom Alter 14 bis 17 sind, für die ist vielleicht schon ein gutes Vorbild. Weil wir zeigen halt schon viel Haut und sind sehr vulgär. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Vorbild ist für junge Mädchen. Aber das Vulgäre, was du gesagt hast, gibt es das auch im normalen Leben? Also, gibt es das auch, wenn wir uns irgendwo treffen würden, oder ist das dann die Mia, die ich jetzt hier erlebe, die das überhaupt nicht ist? Ich bin schon ein bisschen vulgär, auch im Privaten. Mhm. Also nicht im Bösen, aber ich rede halt manchmal ein bisschen grusig. Aber das bin halt einfach das redet ja noch viel. Also das ist ja nicht per se etwas Schlimmes. Nein, ich finde es auch nicht, also ich find's nicht Schlimmes, aber ich bin auch im Privaten vulgär. Schlechte Vorbilder für Mädchen gibt's, oder junge Frauen, gibt es dann viele, die euch als Vorbild haben? Du spürst das auch ein bisschen? Sehr, sehr viel. Auch die, die uns nicht unterstützen, auch die schauen unser Zeug regelmässig an, kopieren unser Zeug. Das merkt man auf jeden Fall. Also was kopieren sie denn zum Beispiel? Den Style allgemein. Mhm. Man merkt es halt einfach von der Persönlichkeit her. Plötzlich sind fast alle Mädchen gleich. Ich denke so, von irgendwo kommt das doch. Ja. Und du weißt ja, dass du ein schlechtes Vorbild bist. Tut dir das manchmal ein bisschen weh, dass du denkst, du bist noch so jung? Und bei halt mega jungen Mädchen tut mir halt amigs leid, aber es ist so wie nicht meine Funktion, das ist meine Meinung, es ist nicht meine Funktion, schauen, was sie kleinen Mädchen anschauen oder was nicht. Das ist eigentlich der Eltern ihr Job. Das ist ja so. Eltern, ist das auch ein Thema für dich? Du hast gesagt, zusammen Familie gründen, also das könntest du dir durchaus vorstellen. Auf jeden Fall. Eher schnell oder spät? Weil es ist ja dann auch irgendwo geschäftsrelevant, wenn ich so sage. Oder ist dir das völlig egal? Sagst du, Kind ist wichtiger als Geschäft? Kind ist für mich auf jeden Fall wichtiger als Geschäft. Also ich würde lieber jetzt eine Familie gründen, anstatt irgendwelche Karriere machen. So bin ich schon immer gewesen. Nur ist es nicht so der Fall. Ich habe noch keinen Mann gefunden. Bin noch nicht verheiratet, noch keine Kinder und dann geht halt Karriere vor. Also es wäre bei dir ganz klassisch. Mann, heiraten und erst dann Kind. Da gibt es keinen anderen Weg. Also ich bin ja schon schwanger gewesen, ich bin ja verheiratet gewesen. Wenn es so passiert, dann passiert es so. Aber natürlich würde ich lieber zuerst gerne eine normale Beziehung führen, heiraten und dann ein Kind bekommen. Und wenn du schon so konkrete Pläne hast, bist du noch relativ jung. Es gibt wenige, die so jung dann so klare Pläne haben. Hast du dir dann auch überlegt, was du für eine Mutter bist? Ich werde das beste Mama auf ganz Erde. Das sagen alle von sich. Aber das ist für dich eigentlich klar, mit deinem Hintergrund, mit deiner Kindheit, dass du das komplette Gegenteil machen willst. Ich würde das komplette Gegenteil machen. Ich würde meinem Kind die ganze Welt geben. Die ganze Welt. Billy ist immer noch nicht da. Ist das so ein bisschen typisch für sie? Das ist typisch Billy. Absolut. Also Verspätung, unpünktlich. Du bist eher die Pünktlicher oder? Ich bin immer pünktlich, egal wo. Ja, und die Freundschaft leidet nicht unter dem? Das müsste dich doch nerven. Es nervt mich auf jeden Fall. Klar, es ist mühsam, manchmal mit der Billy zusammenzuarbeiten, weil sie sich halt einfach gewisse Sachen nicht dran halten. Aber das ist Billy. Das hat man auch eben bei Adieu Heimat gesehen, dem Auswanderer, wo sie versucht haben, Fuss zu fassen. Das hat dann, ist dann nicht gelungen. Aber es ist auch dort, du bist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Managerin gewesen. Und Billy musste arbeiten. Ja. Und das hat eigentlich einfach nie geklappt. Wieso haben die Trollen nicht getauscht? Vielleicht wäre das erfolgreicher gewesen. Dann wäre es noch schlimmer gewesen, oder? Ja. Wenn sie etwas organisieren müssen, wären wir gar nirgends vorankommen. Ja, also das würde gar nicht funktionieren. Also das ist das einzige Modell, das im Grundsatz funktionieren könnte. Mhm. Ist das Auswandern dann immer noch ein Traum? Also mein Traum war es nie. Es war der billigere Traum. Ich würde hier in der Schweiz sterben. Ich würde nie auswandern. Ich bin die, die nach zwei Wochen brüllt, die wieder heim will. Wirklich? So fest heim? Nach was denn? Ich kann einfach nach der Geborgenheit, dort, wo ich mich wohlfühle. Und das ist halt einfach nur die Schweiz. Ich
fühle mich im Ausland nicht wohl. Also das heisst, lieber du bist froh gewesen, dass es nicht geklappt hat. Aber im Hintergrund hast du ja wahrscheinlich auch gewusst, dass es mit der Belly schwierig wird, dann wirklich Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein. Ich habe gewusst, es wird schwierig mit der Belly, aber ich habe gedacht, let's try it, oder? Ja. No risk, no fun. Aber wir haben es versucht. Ja. Hat nicht geklappt, so ist es. Aber dafür war es lustig, oder? Dafür war es mega lustig. Ich habe mit ihr immer gute Zeiten. Und was gibt es jetzt für weitere Pläne? Wenn ich mir überlege, schon vieles gemacht. Der Höhepunkt im Reality-TV, das ist im Moment das Dschungelcamp. Wäre das etwas für dich? Absolut nicht. Nein, wieso Nein. nicht? Weil ich nie im Leben freiwillig irgendwelche grusigen Viecher essen würde. Auch nicht im Wald leben würde, für keine Sendung. Ja. Nein. Aber Belly würde das gerne machen, oder? Das ist so ein bisschen ihre Traum. Also du wärst eher die begleitet ja immer öpper dann die Kandidatinnen und du wärst eher die Begleitperson, die sich im Hotel gut gehen lässt, während Belly im Wald muss schwitzen und was auch immer essen. Jawohl. Was sind denn für dich deine Pläne? Was gibt es noch zu erreichen in diesem Bereich? Oder ist das Thema Reality-TV für dich abgehakt? Aber mein grösstes Ziel auf jeden Fall ist, meine eigene Reality-Show zu haben und die Schweiz noch mal eine Spur umdrehen. Also wirklich dein Leben oder das, was du zeigst, dass das auch im Fernsehen kommt? Genau. Einfach gesagt. Ich will das, was ich mache, will ich in der Schweiz machen. Weil die Schweiz ist ein bisschen verklemmt, wenn es um das geht. Und ich will das Ganze umdrehen. Ja, was heisst umdrehen? Also die Leute ein bisschen auflockern. Mehr locker, also lockere. Keine verklemmte Schweiz, keine sondern mehr Lockerheit, Schweiz. Mehr Frechheit, genau. Mehr Mut und mehr Haut, oder? Ich auch, das gehört alles dazu. Genau. Danke vielmals, bist du da. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute, dass deine Träume in der Liebe, mit Familie, aber auch im Job alle in Erfüllung gehen. Schön, bist du da. Danke vielmals dir, Mia, Ihnen die Heid. Danke ich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Danke. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert worden von Click & Care und WeDo. Do you? We do. Jetzt erhältlich bei clickandcare.ch. Und vom Bettenfachgeschäft Weibel in Bülach, Ihre Spezialist für einen erholsamen Schlaf. Jetzt wird es wieder ganz seriös mit den News und diesen Themen.